Wir fangen an. Wir marschieren. Erstmal ganz locker marschieren. Erster Grundschritt, Step Touch. 1. 2. 3. 4. Jetzt kleine Sprünge. Wenn ihr wollt, Jumping Jack oder eben weiter mit dem Diesel. 3, 4, nochmal Maschine. Weißt du, schön, dann machen wir das Ganze nochmal. Step Touch. Step.
3, 4, Jump and Jack. 5, 3, 4. Sehr schön. So. Geht in die Grätsche. Ich zeige von der Seite. Oberkörper nach schräg vorne, hoch weit raus. Geht mit den Armen in Verlängerung. Geht in die Knie. Also nehmen wir die Arme mit. Strecken Arme zurück. So. Ja? So. Beine hoch zurück. Oberkörper, schräg noch mal mehr. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wir bleiben mal hier, Fersen hoch, Arme umlassen. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme runter. Noch weiter runter, geht ihr ganz tief, ganz tief. Und jetzt von hier aus marschieren. Ganz tief. Ein Boden noch ein Stückchen weiter runter. So weit. Jetzt lass uns brennen. Aber das tut's. Wenn nicht, wenn es nicht brennt, geht einfach ein Stückchen weiter. Noch ein bisschen. Wir schaffen noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ausschütteln. Marschieren. Weg. Kann und Tag. Und Step Touch. 1, 2, 3, 4, gesprungen, 1, 2, 3, 4, lunge back, 2, 3, 4, gesprungen, 2, 3, 4, diese, mit 8, 2, und Jumping Jack. Drei. Vier. Gut. So. Gehen wir ein bisschen auf den Boden. Aber nicht so gemütlich machen. Cardio-Zeit kommt schon wieder. So. Wir gehen auf die Knie. Vier Füße stark. Und jetzt gehen wir nach vorne, Ellbogen, neben den Oberkörper, zurück, rum. Soweit ihr könnt runtergehen,
Schön rein zu Beginn. Bizeps. Und da wird gut auch mitarbeiten. Und noch. 8. 7. 3. Und der letzte. Gehen wir sofort weiter in den Stütz. Wir ziehen hier im Wechsel rechts und linkes Knie außen nach vorne. Eine Linie, kein Zelt machen, nicht mitbringen. Hüfte also nicht nach unten hängen lassen oder nach oben ziehen. Und wir bleiben noch ein bisschen. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1 und der letzte. Einmal ganz kurz aus, mal die Arme, die Hände durchschütteln. Sehr schön. So, eine Sache im Schritt machen wir noch. Drehen wir mal die Hüfte. Perfekt. Dann sind wir fertig. Und jetzt gehen wir mit dem Rücken runter. Ende. Wellenbauchmuskel. Seite. Kennt ihr, ne? Und nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Gleich andere Seite. 3x8. Und nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kommt auf die Füße. Könnt ihr schon denken, was jetzt kommt? Kranio-Teil. Wir marschieren auf weg. Step Touch. Und. Stop. Und springen. Jumping jump. 3. 4. Super, gut.
in die Seitlage. Jetzt sehen wir. Linker Arm ist hier im Nacken. Rechts Bein. Linkes Bein. Für vorne und zurück. Oberes Bein und für oberen Arm. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier auch mit dem Arm noch abstützen. Dann seid ihr etwas sicherer. Ja? So. Genau. Bein zurück, Arm geht nach vorne. Bein nach vorne, Arm geht zurück. Und weg. So, dann machen wir ein bisschen schneller. Komm mal nach. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Eins. Drei. Und der letzte. Gut, unteres Band anlegen, im rechten Winkel vor euch stellen, könnt ihr diese aufsetzen, linkes Bein nach oben, fernhalten nach oben, also Fußspitze nicht nach unten, die große Bein hochziehen. Langsam. Und nochmal ab, langsam. Sechs. Schön, jetzt festhalten wir noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt leider ein bisschen oben. Machen wir auch noch eins. Ganz leicht bewegen hoch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Wir machen gleich die andere Seite. So, erstmal Bein gestreckt. Hände hier, Nacken. Bein nach vorne, Ellbogen und im Bett. Erstmal Nacken. Und. Schön. Sehr schön. Super. Und ein bisschen schnell. Und weg. Und vier. Drei. Eins. Und dann bitte. Sehr schön. So, hier wieder anwinkeln. Unteres Bein ziehen weg. Linkes unteres Bein nach vorne. Langsam hoch. Und dann machen wir noch eine 8. 8. 7. 6. 5. 4, 2, 2, 1. Wir bleiben oben lang. Schnelle Bounce. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Einmal auslaufen. Hei, hei, hei. So, dann stehen wir wieder auf. Cardio-Teil. Und springen. Drei. Vier. Das Bett.
springen. Jumping jack. Stop. Run. Good. Good. No. Good. Taking it in the perfect position. This is ready. Hüfte hoch, jetzt nur die Ellbogen nach hinten an den Kopf. Ja, also nicht nur zur Seite, sondern nach hinten. Die Hüfte geht nur runter, weil die Ellbogen runtergehen. Das macht nicht so was, ne? Hoch. Und dann. Nur die Hüfte, ne?
Also bleiben Sie immer weg vom Boden. Körpermitte ist immer angespannt. Bauch ist hier ganz fest. Die Lendenwirbelsäule auf dem Boden fest. Und bin mir sicher, das spürt man das auch ganz gut. Und einmal ausstrecken. Jetzt sehen wir. Rechter Fuß auf linke Knie. Linke Ellbogen, die jetzt zu tief. Und wir gehen ganz, ganz runter. So von leicht in den Boden, ganz gut. Jetzt nochmal achten, jetzt ist es noch ein Stückchen. 7, 6, ganz hoch. 5, 4, 3, 2, andere Seite. Anderen Fuß aufstellen. Und den gegenüberliegenden Arm helfen. Und nicht ganz nach unten gehen. Die Schulterblätter werden ein bisschen oberen zumindest Deckung. Die ganze Zeit ist der Bauch angespannt. So, jetzt nochmal 8. Ganz hoch. 7, 3 hoch. 6, 5, 4. 3, 2 und gut. Einmal Langstrecke. Jawohl, sehr schön. So. Jetzt nehmen wir mein Bein nach oben. Oberkörper ganz entspannt ablegen. Jetzt ziehen wir Hüfte hoch, ohne Schwung, mit ganz viel Kraft. Hochziehen. Unseren Bauch. Versucht mal wirklich wenig mit den Armen mitzuhelfen. Nicht ganz anders geht, kann man das natürlich schon leicht machen. Aber im Grunde passiert die Bewegung, weil die Lendenwirbelsäule fest auf den Boden drückt. Und dadurch wird das Drücken runterziehen, zieht sich gleichzeitig die Hüfte nach oben. Also macht nicht irgendwie mit Schwung oder sowas. Brauchen wir alles nicht. Die Beine bleiben hier oben hochziehen. Und eben auch nicht abschützen, wenn es geht. Ja, ist gar nicht anders. Könnt ihr ein bisschen mithelfen, um auf dieses Gefühl zu kommen, wie es sich anfühlt? Lendenwirbelsäule fest auf den Boden pressen. Genau. Und nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. So. Bauchmuskel, Endspurt. Dann machen wir nur 10. Füße nach oben, Knie nach oben, Oberkörper leicht zurück. Und jetzt inwärts für rechts Knie. Und linke Schulter nach vorne. Kennt ihr alle? Alter Hut. Aber es ist eine schöne, ganzheitliche Übung. Da müssen wir nicht nur der Bauch, Arme und Beine und alle gut arbeiten. Als Endspurt sehr geeignet. Und dann machen wir noch schnell. Und zweimal. Und letzte ab. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eieiei. Sehr schön. So, immer die Beine auseinander und den Oberkörper jetzt mal zwischen die Beine ganz locker mit dem Hund. Wenn ihr die letzten 2 Minütchen
ein bisschen dehnen, auch wichtig. So, Beine strecken. Könnt ihr gerne auch ein bisschen auseinander haben, die Beine. Also, seid so. Ein bisschen auseinander. Okay, und jetzt nehmt ihr mal den Oberkörper weit nach vorne, soweit ihr könnt. Und wenn ihr hier unten seid, macht ihr die Füße anwinken, flex und unten. Flex und unten. Also anwinken, und strecken. Und werdet ihr merken, wenn ihr anwinkelt, zieht das gleich nochmal ein Stückchen mehr. Ja? Genau. Dann setzt euch in den Schneidersitz. Oder ihr könnt auch so sitzen bleiben, wenn das Schneidersitz für die Knie nicht gut geht. Arme zur Seite und jetzt dreht ihr mal den Oberkörper. Nach rechts. Und vorne. Und vorne. Und Seite. Gut. Sehr schön. Dann steht ihr mal über die Seite auf. Kann auch 30 Sekunden überziehen. Lass mal den Oberkörper fallen. Und im Wechsel die Knie anlenken. Zeige ich so. Hier. Und so vorne. Einmal die Schulterkreise. Nochmal nach vorne. Vorne mit Oberschenkel. Und die andere Seite. Super. Einmal ausschütteln. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe mich sehr gefreut. Heute Abend geht es hier weiter. Mit Hatha-Yoga. Mit dem Kriegsjahr. Also Leute, bleibt dran. Habt Spaß. Bewegung ist wichtig. Ciao.